Schönen guten Morgen. Morgen. Wie geht's noch zwei Tage LAN-Party? Super. Worum geht's da eigentlich? Da sind eine Menge junger Leute drinnen. Was tut ihr da? Also wir haben geplant mit 104 Leuten, die alle gemeinsam in einem großen Netzwerk sind und miteinander verbunden sind. Und die spielen miteinander, gegeneinander, tauschen gegenseitig Informationen aus, bauen miteinander. 20 Turniere bei dieser Party. Im Schnitt haben wir 15 Turniere stattgefunden, mit genügend Teilnehmern. Gespielt werden Strategiespiele wie Command & Conquer 3 oder Counter-Strike, Battlefield 2, Call of Duty 4, FIFA World. Spannend. Das Ding heißt LAN-Party, weil es ja laut der Kirche stattfindet. Oder ich habe da nur gesehen, die Leute haben da ziemlich interessante Namen. Master of Disaster, Sergeant Pepper, Afrokalypse und so. Ist das eine reine Garde oder geht es da irgendwie professionell zu? Also unser Party ist hauptsächlich auf Spaß aufgebaut und nicht teilweise schon professionell geht. Wir haben die Liga, die Militärliga, das ist die Europa-Liga. Da gibt es bei diesen Turnieren gibt es Punkte dafür, da findet das Finale Ende Juni statt. Die ersten drei Buchstaben LAN wird eben. Gut, Peter, einmal Dankeschön. Frage noch. Wenn man da jetzt so reingeht, gibt es da Leute, die munter sind oder schlafen da alle? Es gibt Leute, die sind munter und wie man sieht, haben geschlafen. Es herrscht absolutes Alkoholverbot. Es gibt nur Alkohol, was es hier im Catering zu kaufen gibt und das ist Bier. Also eine total geile Party. Praktisch heute Mittag ist los und die Leute. Siegerjahr ist öffentlich, da kann jeder kommen, denn das. Interessiert. Gut, schönen Dank. Machen wir so, wie das machen. Ich schaffe das.